Ja, Sanin war wohl selber in seiner Kajüte. Du kennst ihn als Eigenbrötler, wird er wohl meistens auf seiner Kajüte sein und dann immer nur die anderen Deckoffiziere, vor allem Jadwiga von Luhring, dann an Bord lassen, beziehungsweise die Steuermänner, die Navigatoren haben das alles unter Kontrolle, beziehungsweise Resewig steht immer oben, die Deckoffiziere, die Wachoffiziere sind für die Matrosen da. Also er hat eigentlich wenig zu tun, außer es wird eben dann wirklich gefährlich, dann übernimmt er auch selbst das Ruder. Aber nach kurzer Zeit tritt er nach oben und Resovic berichtet dann, was die Flaggensignale der Horasia zu künden hatten. Er unterhält sich weiter mit Resovic, der geht dann zum Steuermann Halfdan Lückmoor und ein neuer Kurs wird eingeschlagen. Dann fange ich irgendwie Resolving an, wenn ich sowieso gerade auf dem Achterdeck stehe. Und, Sturmtaucher, wie ist der Plan? Nun, wir haben Nachrichten bekommen von einigen Havaxigians, die sich hier befinden im Perlenmeer. Das ist aber nichts Verwunderisches. Vor allem bei Gipflak sind sie, bei Jagan. Das haben wir bald passiert. Wollt von Perle Ja. kommen eben. Ich meine, sie werden viel Schiffswerke haben, um ihre Landkräfte zu versorgen, Ja, natürlich. Die Pferde haben sie mittlerweile schon alle rübergebracht, die sie aus Elberum gestohlen haben, beziehungsweise nicht nur Oronen, sondern auch den Aranien. Den haben sie auch viel Getreide gestohlen. Vor 2 Jahren ist das mittlerweile her. Schon alles drüben, aber noch einige, die dann von Jägern übersetzen müssen. Der Kurs, den wir jetzt anschlagen, bringt uns auf die zu oder von denen weg? Auf sie zu. Und wir bringen sie auf? Nein, negativ. Was haben die dann vor? Er staut dich an. Kneift die Augen zu. Ist geheim. Nun, wenn ihr uns braucht, sagt uns früh genug Bescheid, ja? Ei, das wohl. Und dann gehe ich leicht unbefriedigt, aber ich will jetzt auch keinen. Ich will jetzt auch nicht anfangen zu zetern zu den anderen zurück. Zum Glück bin ich nicht neugierig. Wir halten auf dich zu. Ich denke nicht, dass irgendwas Großartiges passiert. Aber haltet euch mal alle beisammen und seid wachsam. Ja, ich würde währenddessen wieder von Unterdeck mit Iserun immer noch vor mir gehalten herlaufen. Und wisst ihr, da haben wir auch ein tolles Blutritual durchgeführt. Oh, das sind auch wieder die anderen. Auf jeden Fall habt ihr uns wenigstens Zwieback mitgebracht oder seid ihr jetzt ganz alleine zum Essen runtergegangen? Nein, wir waren nicht essen. Ich habe Iserun eine tolle Geschichte erzählt. Ja, und jetzt weiß ich auch, dass der schwarze Panther dort unten im Süden anstelle des Herrn Firun als Jagdgott verehrt wird. Ja, seht ihr? Ich stelle dich mal wieder auf deine eigenen Füße. Abemir, ich hätte eine Frage. Ja. Also, ihr kennt euch doch sehr gut mit Mechanik und derlei Dingen aus, nicht wahr? Ja, natürlich. In der Tat. Ihr habt mir auch dieses wunderbare Geschenk gemacht. Ich hoffe, ihr habt es noch. Natürlich, natürlich. Auf so etwas gebe ich Acht. Als würde ich so etwas über einen Kanal hüpfen lassen oder so. Nein, nein, das war sehr schön und das trage ich immer am Mann. Beziehungsweise am Zwerg. Aber ich hatte eine ganz andere Frage. Wenn ich auf einer Seite eines Schiffes eine mächtige und massive Mauer aus, sagen wir mal, Erz beschwören würde, würde das Schiff dann umkippen? Nun, es kommt auf die Größe und Ausmaße der Mauer natürlich an, aber ich glaube, es wäre keine gute Idee, auf einem Schiff eine Mauer zu errichten. Ja, nur als Frage. Ich möchte nicht, dass dann auf einmal wegen mir mein Schiff umkippt. Wie groß habt ihr euch die Mauer denn vorgestellt? 3 Meter hoch, 6 Meter lang in etwa. Nun, ich schätze, diese Mauer wird ein, zwei Quader wiegen. Überschlägig. Nun, ich vermute mal, diese Mauer wird durch die Holzbohlen durchkrachen wie nichts Nein, und. nein. Sie wäre tatsächlich direkt an den Holzbohlen fixiert. Nun, da die Holzbohlen diese Mauer nicht tragen können, würde sie durchbrechen. Egal, ob sie sie dann fixiert oder nicht. Und das wäre tragisch für das Schiff. Und wenn so etwas in der Mitte eines gegnerischen Schiffes passieren würde, dann wäre das auch sehr tragisch für das gegnerische Schiff, nicht wahr? In der Tat. Sehr schön. Könnt ihr diese Mauer kippen lassen? Das wäre noch verheerender. Nein, aber das funktioniert nicht.
müsst ihr diese Mauer direkt über einer Planke anbringen oder könnt ihr sie auch runter wie einen halben Meter da drüber? Muss sie auf festem Grund anbringen. Entweder auf dem Element, aus dem sie besteht, oder auf festem Grund. Eine Planke ist fester Grund. Schade. Nun, ich denke wohl kaum, dass ein Schiff überhaupt aus jeglicher Sicht als fester Grund gewertet werden kann. Ach doch. Ja, nicht, dass eure Diskussion mich nicht langweilt, aber das langweilt mich. Isarun, ihr wolltet doch noch jemanden was fragen. Ja, richtig. Wo ist denn Resovik abgeblieben? Denkt ihr, es ist früh genug, um damit anzufangen? Wieso denn nicht? Jetzt oder nie, ne? Ja gut, dann, ich habe ihn gerade noch hinten am Achterdeck gesehen. Warum holen wir ihn nicht runter, wenn wir gerade rumstehen, dann wird es ein bisschen eng. Gut, meinetwegen. Ja, ich gehe dann irgendwie einfach herbei und dann ziehe noch ein Fass heran, dass wir uns alle, dass ich einige von uns zumindest ein bisschen hinsetzen können. Bei den Mähen und Buhnen, wie kann ich euch helfen? Nun, falls ihr gerade etwas Zeit habt, vielleicht hättet ihr die Gelegenheit, uns etwas über Mendena zu erzählen. Uns wurden einige Namen genannt von, nun ja, Personen, die in der Machtstruktur von Mendena recht weit oben stehen sollen. Und wir haben uns gefragt, ob man die nicht vielleicht, nun ja, nutzen könnte. Mendena. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, seit ihr das letzte Mal da wart, aber uns wurden die Namen Frendern, Babek, Harika, Eibenstamm, Tiram, Jon und Mutter Rotgunde genannt. Der eine oder andere sagt mir was. Wo kommt denn eure Namen her? Nun, wir nahmen einen Agenten Xerans gefangen und befragten ihn. Er war sehr gesprächig, mit ein wenig Ermunterung. Interessant. Mendena, ja, kann ich euch ein bisschen was zu erzählen. Mutter Rotgunde, es ist eine Travia-Geweihte. Ich würde sagen 60 Jahre, so um die Dreh. Leise, wenig energisch, kümmert sich einfach als, ich glaube, sie kommt aus Dabatien und ist dann mit ihrer adligen Herkunft schon vor dem Krieg hier. Ja, und sitzt jetzt hier, ja, ein Gasthaus eröffnet und hat es zum Tempel geweiht. Werdet ihr irgendwo finden. Bin der Meinung, in der Nähe vom Brauhaus, ein dänisches Brauhaus, da solltet ihr nicht unterkommen. Aber daneben ist dann die Gänsetaune und da werdet ihr sie dann finden. Ich erinnere mich noch an das Brauhaus. War schön da. Jedenfalls, sie ist dann in Geweihte und Xeran lässt sie einfach so gewähren. Sie muss natürlich viel bezahlen, vor allem dafür, dass sie ihren Schrein da hat, aber solange sie die hohen Steuern bezahlt, vor allem aus ihrem eigenen Familienvermögen, an sich kein Problem. In Mendena läuft alles über Geld. Ich habe es auch zwei, drei Wochen mal in dem Effa-Tempel versucht, aber die Steuern sind zu teuer und ich habe keine reiche Familie. Nun, ich denke im Inneren an die Kiste Diamanten, die wir irgendwo unten im Bug versteckt haben. Was, Isarun? Sie ist vertrauenswürdig? Boah, sie ist leise, wie gesagt, wenig energisch. Ja, man kann ihr schon vertrauen, ja. Aber eigenen Antrieb kann man, glaube ich, von ihr nicht erwarten. Wollt ihr damit sagen, dass zu befürchten ist, dass sie feige ist? Ich glaube, es ist ihr mittlerweile egal, ob Xeran durch sie dann noch reicher wird. Aber sie ist bereit, für die Gläubigen alles zu tun. Sie arrangiert sich einfach mit der Obrigkeit, hat gelernt, mit ihnen umzugehen. Feige. Sie ist eine Travia-Geweihte, was soll sie tun? Mit einer Bratpfanne nach jemandem schlagen. Oh, wenn ihr wüsstet, was ich schon gesehen habe. Aber nein, vermutlich nicht. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Wie gesagt, im Süden, neben dem Mendena Brauhaus. Es gibt dann noch die Krakonia Braut und das Hafentor, aber Gänsedaune. Wenn ihr danach fragt, werdet ihr es finden. Und eure Einschätzung der Sache ist sehr willkommen. Vor allem eure Einschätzung dieser Geweihten. Was ist mit dem Gräum? Kräume gibt's viele. Ganze Menge. Wie hieß er noch gleich? Der Buchmacher. Ach, irgendetwas mit Z war es. Salzer. Ich wollte gerade fragen. Genau. Salzer? Wer steht auf eurer Liste?
Ja, er hat den Namen fallen lassen. Nur im Vorübergehen, aber das ist doch der einzige Gräum, der hier drauf steht. Ich nehme an, er ist wichtig. Bei dem müsst ihr aufpassen. Gräume sind ja normalerweise sehr verschlagen und gierig. Als Buchmacher, bei ihm verhält das sich anders. Was? Natürlich ist er irgendwo gierig und als Buchmacher kümmert er sich um die Wettquoten, aber wenn ihr mit ihm redet, er ist kein Viertelzauberischer, unausgebildeter Gräum, sondern er ist tatsächlich in die Lehre gegangen, er ist vollzauberisch begabt. Nun, ich frage mich, wie die Quoten auf sein vorzeitiges Ende stehen. Ja, ihr könnt warten, ihr könnt wetten, wie er als Buchmacher geschult ist. Er ist ein Hellsichtsmagier, vor allem auch Einfluss. Deswegen sollte ich sagen, dass ihr aufpassen müsst bei ihm. Er weiß, was ihr wollt, wenn ihr bei ihm seid. Naja. Also er hat große Gewinne gemacht, bin ich der Meinung, als Buchmacher in der Arena Aquatica, aber ansonsten, einige sagen, er ist ein skrupelloser Geschäftsmann. Ich glaube einfach, er ist einer von den Gräulen, mit denen man noch am besten reden kann. Nun, nichtsdestotrotz ist er ein Gräum. Ist er ein Gräum. Und wir werden entsprechend mit ihm verfahren. Ja. Zweifelsohne. Naja. Aber vielleicht genug von den Gräulen. Werden wir ja so oder so treffen. Zwei Namen. Brotgundel. Wisst ihr etwas Salsa. Zur Hafenmeisterin? Die Hafenmeisterin? Meint ihr Harika? Ja, genau, das war der Name. War Harika nicht diese Horasierin, die ins Gildenland aufgebrochen ist? Ja. Aber nicht dieselbe, oder? Ja. Die ist, ich glaube, die ist vor einem Jahr wiedergekommen, ist gestorben. Harika Eibenstamm, Name, glaube ich, aus Havena, bin ich der Meinung. Zumindest heißen die da alle so. Harika. Sie hat den Hafen von Mendena zu einem Umschlagplatz gemacht, für Waren aller Art. Mit der Hafenmeisterin, ihr obliegt einfach die Koordination für die Hunderten von Arbeitern, Handwerker, Schauerleute, Träger, Seeleute, Söldner. Sie ist einfach die Patin des Hafens und setzt sich dann eben auch für die Untergebenen ein. Sogar für die einfachen Träger, als wären es Freunde. Sie erwartet dafür aber auch, dass sie loyal sind und sich unterordnen. Ja, und Provision kriegt für ihre Leistung. Wenn sagt. Das Interesse gilt einzig dem Geschäft. Den Krieg würde sie, glaube ich, lieber beendet sehen. Sagt, gibt es Waren oder Geschäfte, die im Hafen verboten sind? Nein. Weder Waren noch Handels... Also, man darf mit allem handeln und auch alles wird als Währung akzeptiert. Also nicht nur Gold oder Edelsteine, es wird einfach alles akzeptiert. Und wisst ihr, wie die sich mit dieser Vögtin versteht? Die beiden werden wohl ein wenig Rangelei haben um ihre Autorität über den Haufen, oder? Vögtin? Hier, wie heißt sie? Haboral-Protektorin. Oh, ja, diese Abtrünnige von Darbonia. Schon wieder eine. Jasmina von Darbonia. Lass mich überlegen. Ich glaube, das war eine früherer Graf von Mendena. Also, es gab da mal einen Grafen, die haben da eine Burg. Und ich glaube, die ist eine Verwandte von dem. Die hat eine ganze Menge Gold an Xeran bezahlen müssen, damit sie sich so nennen darf. Das ist ein Titel. De facto das Amt der Vögtin, genau. Aber zur Miete, also gekauft. Und die Investition, warum lohnt sich sowas? Ich glaube, sie führt ein ziemlich strenges Regime dann, vor allem über die Stadt und erhebt dann eben auch Zölle und Steuern. Also, ja, aber wie versteht sie sich mit dieser Hafenmeisterin? Die scheinen beide einen relativ großen Anspruch auf dieselben Dinge zu haben. Ich weiß es nicht. Kann ich euch nicht sagen. Nun gut. Also, den Versuch ist wert. Steuern werden abgeführt an Jasmina und Harika wird die sicherlich bezahlen, sonst wird sie nicht lange Hafenmeisterin bleiben. Aber das wird ja dann nicht ihr angelastet, sondern den Händlern. Und kontrolliert die Hafenmeisterin ihre eigenen Garten? Hat sie eine Hausmacht oder muss sie sich da auf die Stadtwache verlassen? Also was wie eine Stadtwache. Also es gibt halt noch die Schwerter von Borberat, die sind dann die verbliebenen Söldner, die noch bei Xeran geblieben sind, aber ob das eine wirkliche Stadtwache ist. Es gibt also keine Stadtgarde an sich, sondern nur diesen Söldnerhaufen.
Jeder kann nur seine eigenen Söldner anwerben oder Gefolgsleute. Aber wenn es sowas wie eine Stadtwache gibt, also früher gab es auch eine, die wurde wohl aber mittlerweile übernommen von den Magdalenata. Die sind in der Stadt? Wie viele? Über einen Daumen gepeilt. Vielleicht ein halbes Banner. Oh, das ist nicht gut. Seit dem Krieg mit Hafax war ich nicht mehr da. Ja, ehrlich. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Beim Thema Krieg mit Hafax, wie steht die Barbarat-Kirche in der Stadt? Steht sie geschlossen hinter Xeran oder hat die Scharlachkraut ihre Finger da drin? Die Barbarat-Kirche? Naja, ich würde nicht sagen, dass Xeran hält sich als höchster Priester wohl von der Kirche, aber ob das eine wirkliche Religion ist, ist es einfach nur Geldmacherei. Ich glaube, wenn es wirkliche Gläubige gibt, dann halten die eher zu Azarel Scharlachkraut. Aber ich bin kein Barbaratianer, da kann ich wenig zu sagen. Vielleicht lässt sich dies zu unseren Gunsten ausnutzen. Naja, vermutlich nicht. Uns wurde von einer interessanten Zunft berichtet, der Zunft der Fälscher. Dort wurde uns der Name des Zunftmeisters genannt, Tiram Yon. Das ist tatsächlich ganz interessant. Es gibt oben im Hafen, in den alten Docks, in den Lagerhallen, da gibt es jetzt zunächst war es nur 1, 2, 3, aber mittlerweile ist es wohl eine ganze Zunft. Wie gesagt, das muss man anmelden. Und Tiram Yon müsste wohl noch meine Information der Zunftmeister sein. Da kann man sich alles holen, was man gefälscht braucht. Also von einem einfachen Dokument bis hin zu Tellern, Vasen, Artefakten, Schmuckstücke, das sind Imitate. Da bekommt man alles für das richtige Geld. Und da, ich meine alles. Gut zu wissen. Ihr sagtet in den Lagerhallen über den Docks? Wo genau dort? Es gibt eine... Und jetzt verfinstert sich seine Miene unglaublich. Es gibt eine lebende Werft. Geht von dort aus auf der Hauptstraße erstmal geradeaus und nach ungefähr, ich würde sagen, 100 Schritt biegt ihr nach rechts ab. An der Stadtmauer, da findet ihr dann die Fälscherwerkstatt. Das ist noch vor dem Quellensprung, natürlich. Verstehe. Aber gut, wir haben jetzt ein, zwei, drei Schiffe, auf die wir jetzt zusteuern. Dabei schaut er mal durchdringlich zu Yalan an und nickt euch dann zu. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, ihr habt sehr beherrscht davon gesprochen. Macht gute Fortschritte. Nickt er dir zu? Das wohl. Das wohl. Ich ihm noch nach. Was haben die bloß vor? Sie wollen sie wahrscheinlich versenken. Ich weiß nicht, das erscheint mir sehr geradlinig, aber ich habe gefragt, da hieß es, das sei geheim. Und wie gesagt, würden die sie einfach nur aufbringen oder versenken wollen. Wenn nicht, wird das doch mal. Warten wir es einfach ab. Es nützt nichts, jetzt darüber zu spekulieren, wenn wir sowieso bald wissen werden. Natürlich hattet ihr auch auf dem Deck nicht nur die Matrosen gesehen, sondern auch die zahlreichen Krieger, die man an Bord genommen hat. Jetzt vor allem dann eben auch das durch das Geld der Fexkirche, wie euch wohl erinnert worden ist. Vor allem dann noch das Bailunker Segade-Regiment, was angetreten ist, die vier Völkerschlacht-Veteranen. Die auch schon beim letzten Mal gesehen hat, viele thulamitische Schützen. Es gibt die kaiserliche Adlergarde, die wohl auch noch mit dabei ist. Also viele Krieger, sehr viele Krieger, vor allem für den Krieg gegen Ilsur. Aber euch wurde ja im Vorfeld schon mehrfach gesagt, dass es keine Enterkämpfe gibt. Deswegen irritiert mich das noch viel mehr. Ich meine, klar, man will ja an Bord haben, weil anstatt, falls irgendein Idiot meint, der müsste rüberspringen oder falls die versuchen, uns zu entern, aber trotzdem. Was ist hier los? Ja, vielleicht hat man sich mit Hafax auf ein, naja, kein Bündnis, aber man ignoriert sich gegenseitig geeinigt. Geschichtsprobe. Ich blicke mich mal links und rechts um, ob es irgendjemand hört. Denn wenn der auf ihm falsch steckt, ist das schon nicht so das Beste, was man sagen könnte. Warum bin ich so schlecht? Ach ja, Klugheit hilft.
Boltax weiß es vor allem, weil er damals noch jung war. Abelmir und Iserun wissen es aus den Geschichten. Abelmir hat wohl noch ein bisschen besser aufgepasst. Ihr erinnert euch natürlich auch an die Kriege von Reto und Hal. Damals, als Maraskan noch frei war. Ja, noch damals. Bei den Eroberungsfeldzügen. Reto, Hal. Ja. War eine ziemlich turbulente Zeit. Ja, und wieso ist das wichtig? Sanin war dabei, wenn ich mich nicht täusche. Ebenso wie natürlich Hafax. Und er organisierte doch die Überfahrt nach Maraskan und nun, dass keine weiteren Schwierigkeiten auf Seen auftrat. Damals war das noch einfach. Hm? Nun, ich denke, damals war es auch schon schwer. Piraten gibt es genug hier in der Gegend. Noch den Sturm gab es damals schon, aber ich denke, es ist kein großer Vergleich mehr. Unberechenbar. Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die beiden wenn wir stillschweigendes Verständnis haben, aber warum werden dann hier alle angetreten lassen? Warum halten wir darauf zu und fahren nicht einfach vorbei? Vor allen Dingen, Sanin und Hafax kennen sich. Genau das meinte ich. Persönlich. Ja, wir kennen Hafax auch persönlich. Flüchtig. Ich denke, Sanin hatte eine ganz andere Einstellung. Nun, er wird wohl Hafax wohl kaum persönlich auf seinem Schiff dort vorne sein. Also werden die beiden sich wohl jetzt kaum zum Kaffeeklatsch treffen. Wie sehen die Leute denn hier gerade aus? Sieht das so aus, als würde man sich hier für eine Schlacht bereit machen, oder? Meine Herren. Ja. Okay. Meine Herren. Ja. Meine Dame. Denken wir doch einmal daran, was wir vor 2 Jahren gemacht haben. Hafax hat uns einen Handel in seinem Interesse diktiert, der uns ermöglicht hat, einen Leichen zu stürzen. Ja, ist richtig. Ja, und möglicherweise passiert hier genau das Gleiche noch einmal. Ja, das habe ich doch gesagt. Genau. Das macht Sinn, auch aus taktischer Sicht. Und wie gesagt, ich bin bereit, es als Möglichkeit zu erachten. Aber egal, was passiert, haltet am besten die Klappe und tut nichts Unüberlegtes, es sei denn, ihr kriegt einen Befehl. Warten wir erstmal, wie die Sache ausgeht. Nach 2 weiteren Stunden ertönt der Ruf. Schiff voraus! Vor dem trüben Horizont, bei dem die grauen Wolken in das ebenfalls graue Wasser eintauchen, zeichnet sich eine mit bloßem Auge kaum wahrnehmbare dunkle Silhouette ab. Dann noch eine und noch eine. 3 Schiffe mit aufgeblähtem Segel kreuzen euren Kurs. Es sind Segelschiffe, keine Galeeren. Offenbar ein gemischter Konvoi, denn die charakteristische Silhouette einer 3-mastigen Zedrake schneidet sich vom Himmel ab. In der Begleitung fahren 2 Schiffe mittelländischer Bauart, ein Holken und eine Karavelle. Kapitän Sani steht am Fernrohr und sucht nach Erkenntniszeichen. Dann befiehlt er, eine Flagge zu hissen. Wollen wir mal sehen, was sie zu sagen haben, knurrt er. Wenn ihr möchtet, dürft ihr eine Sinnenschärfeprobe würfeln. 18 Sternchen brauche ich. Einzeln oder zusammen? Nee. Es ist schade, dass Karin noch nicht mehr hier ist. Ist das jetzt mit den mit dem Bonus aus der Liturgie? Ich glaube nicht, denn wir folgen ja nicht der Schiffsoperation. Fernrohre würden natürlich Bonus geben. Dämmerungssicht hilft nicht, oder? Dämmerungssicht hilft nicht. Ein Adlerauge hilft sehr wohl. Herausragende Sicht auch. Ja, ich habe. Boltax schafft es halt wirklich. Von 21 hier, wow. Alter, geh nach Hause. Junge. Gut gewürfelt. Alle 3 Schiffe fahren unter der Flagge der Fürstkomturei. In schwarz auf rot. Die 7-strahlige Dämonenkrone, 2 gekreuzte Schwerter und die 3 Lilien. Was ist das? Auf der Fürstkomturei. Genau. Ich denke, das haben wir ja alle schon einmal gesehen. Und gesehen tust du es gerade nur. Ich gehe noch von deiner Beschreibung aus. Ja, ja. Deshalb habe ich es ja so beschrieben. Nun, es sind definitiv Hafax-Leute. Solange die Flaggen stimmen, aber... Alan, was hat Sani denn für eine Flagge hissen lassen? Was sagt die denn aus? Ich schau mal nach oben. Parley, oder? Kontaktaufnahme. Ja, Parley.
Das bedeutet vermutlich nicht, dass wir jetzt darüber springen und sie alle umbringen. Nein, nein. Es könnte sich allerdings in diese Richtung wenden, wenn die Sache schief geht, also... Glaube, wir können doch Hoffnung haben, meint ihr. Ein altes horasisches Wort für sprechen oder sich unterhalten. Ja, toll. Nun, irgendwas werden sie voneinander wollen.